Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Fallout 4. Wir sind in World 81 und lesen uns gerade den Aufseher-Terminal durch mit der Bezeichnung Job gleich Job. Ich kann es nicht glauben. Waltek muss wirklich verzweifelt nach einem geeigneten Aufseher gesucht haben, nachdem Duncan krank geworden ist. Ich bin sicher qualifiziert für diesen Job, aber wie kommen die bei meiner Einstellung darauf, dass ich ein guter Kandidat für diese Art von Programm wäre? Vielleicht steckt auch mehr dahinter, als es auf den ersten Blick scheint. Sie haben mich noch nicht umfassend darüber aufgeklärt, was wir hier eigentlich machen, aber ich bin nicht blöd. Die Sache hat garantiert etwas mit Menschenversuchen zu tun. Ich will aber keine voreiligen Schlüsse ziehen. Mal sehen, wie die Sache anläuft. Wenn sie ethische Grenzen überschreiten, werden sie sich schneller vor dem Kongress erklären müssen, als ihnen lieb ist. Übung macht den Meister. Die Forscher sind bereit, viel auf sich zu nehmen. Heute findet die fünfte Übung der Woche statt und diesmal musste ich die Anrufe mitten in der Nacht vornehmen. Die Hälfte der Wissenschaftler sind eigentlich Kinder, die für ihre Abschlüsse büffeln und noch ihren Rausch vom Freitag ausschlafen. Ich bin erstaunt, wie viele von ihnen doch aufgetaucht sind. Wahrscheinlich lohnt sich die Bezahlung. Damals habe ich als Student im Aufbaustudium nicht so viel verdient. Was soll ich tun? Es ist viel schlimmer, als ich dachte. Heute habe ich endlich meine vollständige Einweisung erhalten. Waltek verlangt von uns nicht nur klinische Tests an Menschen durchzuführen, sondern hat auch noch großzügige Unterstützer in der Regierung. Aber das kann ich nicht einfach rausposaunen. Ich habe die Aufnahmeliste gesehen. Es sind gute Menschen, die in World 81 leben wollen. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass die Vaults eines Tages zum Einsatz kommen. Ich werde das Vertrauen dieser Menschen nicht missbrauchen und sie wie Versuchskaninchen behandeln. Ich bin hin und her gerissen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der Tag. Erledigt. Heute Morgen habe ich den Anruf erhalten. Noch eine Beta-Übung. Es ist immer Rosario, die uns anruft. Ihre Stimme hat gezittert und sie hat so schnell wie möglich wieder aufgelegt. Sie wusste es. Die Warnung wurde innerhalb weniger Stunden hochgestuft und die Nachrichten berichteten kurz darauf von bestätigten Abschüssen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe die Telefonliste absichtlich sabotiert. Das war ganz einfach, aber das hieß, dass das Wissenschaftsteam keine Benachrichtigung zur Übung erhalten hat. Die ersten Bewohner tauchen jetzt auf und wir haben alle Hände voll zu tun, sie aufzunehmen. Oh. Wissenschaftsteam. Ich bin kein kriminelles Genie. Durch das Löschen der Telefonliste sind die meisten wissenschaftlichen Mitarbeiter nicht aufgetaucht, aber drei haben es trotzdem geschafft. Flint und Collins sind beide in meinem Alter und wohnen in den Fans. Sie hatten ausreichend Zeit, mit dem größten Teil der Bevölkerung herzukommen. Burrow ist sehr ehrgeizig und kam am Morgen vorbei, um zu sehen, ob heute eine Übung stattfinden würde. War ja klar. Sie haben sich im Forschungsbereich gemeldet. Die Vault-Protokolle wurden automatisch aktiviert und haben sie eingeschlossen. Sie haben bereits jetzt viel zu tun, vor allem, da sie nur zu dritt sind. Sie ahnen etwas. Burrow und Flint werden da drin langsam rastlos. Collins und dieser Roboter, er nennt sie jetzt Curie, halten die Stimmung aufrecht, doch sie scheinen zu vermuten, dass ich ihnen keinen Test der Stufe 3 erlauben werde. Was soll ich nur machen? Sie haben Zugang zu den Gasdüsen. Wenn sie wollten, könnten sie die Bevölkerung mit allem Möglichen infizieren. Ich muss dafür sorgen, dass sie nicht durchdrehen. Vergebung. Ich habe einen harten Entschluss gefällt. Ich habe die Treibgasdüsen in allen Wohnquartieren so schnell es ging sabotiert. Ich hätte nicht erwartet, dass Burrow so schnell dahinter kommt. Meine Güte, ich hätte niemals gedacht, dass Collins schon nach so kurzer Zeit unmittelbar vor einem Phase-3-Test steht. Ich hätte noch nicht mal die Hälfte des Fortschritts der letzten Monate erwartet. Die Kommunikation abzuschneiden ist feige, aber ich habe keine andere Wahl. Sie haben genug zu essen und zu trinken. Ich kann einfach nicht zulassen, dass sie Menschenversuche durchführen. Gott allein weiß, was Waltek mit dieser Forschung anstellen will. Ich hoffe nur, dass sie mir irgendwie vergeben und ihr Leben in Frieden verbringen können. Okay, wow. Dann haben sie aber wahnsinnig viel Glück gehabt, dass sie so einen Aufseher haben. Gut, dann könnten wir jetzt... Nee, wir Ashes suchen, ne? Wir sollen die Katze suchen. Beziehungsweise, ich würde mich ganz gerne ein bisschen umgucken. Hört sich an, als wäre es spannend im Commonwealth. Und gefährlich. Jo. Hallo. Was gäbe ich nicht für ein wenig Freizeit?
Es geht aber doch nicht, dass sie... Du kommst aus dem Commonwealth, nicht wahr? Ja. Es geht aber doch auch nicht, dass sie so wahnsinnig viel arbeiten. Aber denen geht's anscheinend echt gut, bis auf das zu viel an Arbeit. Oh wow. Das ist irgendwie schön, das mal so ganz zu sehen. Ich will keinen Ärger in 81. Okay. Ich mach keinen Ärger in 81. Ich versuche mich auch nicht zu verlaufen in 81. Das wäre besonders schön. Hab gehört, dass heute ein Händler vorbeigeschaut hat. Das bin ich. In Vault 81 gibt es immer was zu arbeiten. Ja, ich merke das schon. Aber dafür sieht Vault 81 noch richtig super aus. Muss ich echt sagen. Dafür, dass ihr seit über 200 Leute, 200 Jahren, nicht 200 Leute, dass ihr seit über 200 Jahren alles willkommen, gleich... Willkommen. Dr. Forsythe. Ich hoffe, das wirkt nicht unverschämt, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Würdest du medizinische Proben abgeben? Vielleicht nur eine Blutprobe? Bezahl mich! Klar, ich hab klar. Wir fragen aber erstmal. Warum brauchst du medizinische Proben? Die sind für meine Forschung. Die Bewohner von Vault 81 sind seit Generationen genetisch vom Commonwealth isoliert. Hm. Ich versuche, die genetischen Unterschiede zwischen den Gruppen zu bestimmen. Na gut, machen wir. Klar, du kannst etwas Blut haben. Ausgezeichnet. Setz dich einfach, dann nehme ich dir Blut ab. Okay. Setz dich, um Blut zu spenden. Wo muss ich mich denn hinsetzen? Auf dem Stuhl oder Stuhl sitzen? Es dauert nur einen Moment. Okay. Sei zärtlich. So, hat doch nicht wehgetan, oder? Ich weiß Danke. Nicht. Das wird eine große Hilfe sein. Jetzt muss ich sie umgehend vorbereiten. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem hier, ne? Tatsächlich. Das, Naja... Wie gesagt, dass der Genpool nicht aufgefrischt wird. Du bist dieser Wanderer aus dem Commonwealth. Rachel. Ich bin Rachel. Ich unterstütze Dr. Forsythe bei seinen medizinischen Aufgaben. Bist du krank oder verletzt? Ja. Hast du hier im Vault viele Patienten? Nein, die Leute in diesem Vault sind bei erstaunlich guter Gesundheit. Wenn das dann alles wäre, hier wartet Arbeit auf mich. Okay. Hallo, Rachel. Alles in Ordnung? Ich kann mir das auch mal ansehen. Ja, sieh mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. So, und jetzt beschreib mir die Symptome. Eins nach dem anderen. Strahlung heilen. Ich fühle mich krank. Ich glaube, das liegt an der Strahlung. Gut, reinigen wir deinen Metabolismus. Komm, machen wir es einfach mal so. So. Danke. Hätte ich auch machen können, ich weiß. Fertig. Und, gibt's noch irgendetwas anderes, was dich plagt? Nee, jetzt geht's ja prima. 40 Kronkorken? Hab sonst keine Beschwerden. Dann ab mit dir. Krieg ich noch einen Lolli, Rachel? Bitte, bitte, bitte. Okay, Doc Forsythe. Können wir noch mit dir reden? Als Arzt von Vault 81 erwarte ich ein gewisses Maß an Respekt. Entschuldigung, Dr. Forsythe. Ich frage mich oft, wie hygienisch wohl die medizinischen Einrichtungen im Commonwealth sind. Okay. Hier können wir wieder nach oben. Ah, jetzt sind wir da. Wenn du gut essen willst, geh zu Maria in der Cafeteria. Alter, was ist das her? Die hat immer was für dich. Sie sämtliche Wartungsanfragen an Mr. DeLuca. Sie werden in chronologischer Reihenfolge beachtet. Ja, ja, mit Bobby wollte ich ja reden. Das ist doch ziemlich beschäftigt. Keine Antwort. Und? Viel zu tun zurzeit? In der Tat. Mr. DeLuca hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, meine Zeit zu verplanen. Ich bin nicht nur auf Reaktorwartung spezialisiert, sondern mache nun auch seine Wäsche, hole Erfrischungsgetränke und räume immer hinter ihm her. Arbeitet er auch?
Hilft er denn auch mal bei der Arbeit? Wenn ich mich richtig erinnere, hat er das letzte Mal gearbeitet, als Mr. Whittaker ihn gezwungen hat, den Vorratsraum sauber zu machen. Er hat seinen Missmut über die Arbeit auch lautstark kundgetan. Netter Pip-Boy. Geh zu Alexis, wenn er mal Zicken macht. Sie repariert ihn dir. Oh, mit Alexis. Keine Probleme da. Was? Warum ich keine Probleme? Kann ich mit ihm reden? Rusty, lässt du mich rein? Ich würde ganz gerne mit Bobby reden, wenn ich kann. Irgendwie glaube ich nicht, dass der... Anscheinend kann ich nicht mit ihm reden. Hallo. Du solltest mal bei Horatio vorbeischauen, wenn du schon mal hier bist. Im Commonwealth trifft man wohl nur selten auf Friseure. Was soll das denn heißen? Ach, Bobby. Oh Mann, ich brauche einen Schuss. Nein, du kriegst keinen Schuss, mein Freund. Bobby. Dieser Vault würde auseinanderfallen, wenn ich dem alten Rusty nicht sagen würde, dass er ihn reparieren soll. Was glotzt du denn so? Ich kann mit ihm nicht reden. Der muss mal auf den Pott gesetzt werden. Wenn es hier eine Story gibt, werden wir sie finden. Mhm. Verzeihung. Wo geht sie nochmal zurück? Wo habe ich denn jetzt die Schrauben hingelegt? Ansässiger, okay. Samen. Ich brauche mehr Samen. Ah, ach, oh, Gott sei Dank. Sieht ziemlich übel aus da drin. Wo drin, was? Residentials. Okay, dann reden wir vielleicht mal mit Austins Oma. Bald brauche ich neuen Dünger. Entschuldigung, Dr. Pensky. Meine neueste Charge Obst schlägt sich recht gut. Sehr wenig Verfärbung. Starke Zellstruktur. Oh weh. Da habe ich wohl eines meiner Instrumente verlegt. Wo es nur sein könnte, man müsste erproben, wie sie auf Strahlung reagiert. Ich glaube, sie... Nee. Dr. Pensky. Ah, du bist perfekt geeignet. Ich suche nach einer freiwilligen Versuchsperson, die diese neue Obstsorte probiert, die ich gezüchtet habe. Aha. Okay. Warum? Es geht um eine neue Sorte Mutterbeere, die ich gerade gezüchtet habe. Sie sollte nahrhaft sein und Strahlenvergiftung heilen. Oh, wow. Aber ich brauche eine Testperson, die sie probiert. Na gut. Erzähl mir von dir. Erzähl mir doch ein bisschen über dich. Über mich? Ich bin Biologin und Hydrokulturgärtnerin des Vaults. Alles, was du hier siehst, habe ich angebaut. Einschließlich dieser neuen Frucht, die ich gerade gezüchtet habe. Aber ich brauche jemanden, der sie probiert. Sicher, dass ich dich nicht überreden kann? Ist du es? Gefährlich? Wir fragen mal. Ist das gefährlich? Naja, es hat wohl alles seine Risiken, aber dafür gibt es ja das Sanitätszentrum. Okay. Ach, zum Teufel. Ich probier's. Hervorragend. Sag mir einfach, wie es schmeckt und wie du dich danach fühlst. Wo habe ich denn nur den Geigerzähler hingelegt? Den Geigerzähler? Muss ich die jetzt essen? Ist die besonders gekennzeichnet? Mutterbeere. Kippe ich jetzt gleich um? Automatisch speichern? Okay. Dürfte ich mal kurz, Dr. Pensky? Hast du die Frucht probiert? Mhm. Und? Wie war sie? Lebenswerk? Widerlich. Gut. Muss verbessert werden. Das weiß ich nicht. War sie? Das hier ist also dein Lebenswerk? Nur ein kleiner Teil davon. Ich hoffe, Nahrungssorten entwickeln zu können, die resistent gegen Strahlung sind. Was bringt schon frisches Gemüse, wenn es immer von seiner Umgebung verstrahlt wird? Diese spezielle Sorte Mutterbeere sollte sich gut schlagen. Aber ich war mir nicht sicher, wie sich die Hybridisierung auf Geschmack und Textur auswirken würde. Ja, und dann, ich sag mal, sie war gut, oder? Sie war gut. Keine negativen Nebenwirkungen. Wusste ich's doch. Ein echter Fortschritt. Ich muss sofort eine neue Charge pflanzen. Da du mir so sehr geholfen hast, kannst du mir vielleicht noch anderweitig helfen. Weißt du, ich brauche diese Pflanzen für meine Studien und sie benötigen spezielle Nährstoffe, besonders die Karotten. Wenn du im Commonwealth nach Dünger Ausschau halten könntest, würde ich dich nur zu gerne für deine Mühen entlohnen. Klar. Wie viel bezahlst du? Nein! Ich gebe dir 25 Kronkorken. Nein! Ach, ich dachte, wie viel brauchst du? Ich weiß, dass du von draußen gerne feilscht. Aber da war ich noch nie gut drin. Ach, Mensch. Natürlich, kein Problem. Wirklich? Toll. Ich hatte befürchtet, dass ich schon wieder eine Anfrage an den Aufseher stellen muss. Bring einfach vorbei, was du findest, wenn du dazu kommst. Ich will dich...
Ich würde es auch so machen. Dürfte ich mal kurz, Dr. Penske? Habe ich eventuell Dünger dabei? Wie bekomme ich die Kartoffeln nicht hin? Habe ich Dünger dabei? Die Setzlinge können bald schon umgepflanzt werden. Nee, ich glaube, ich habe keinen Dünger dabei. Kann das sein? Wäre eventuell hier drin. Ich weiß es nicht. Ja. Okay, also Dünger suchen für Dr. Penske. Pass auf, was du tust. Residential waren wir drin. Das ist ein Badezimmer. Macht dein Pip-Boy auch ab und zu zicken? Nö. Meiner macht mir in letzter Zeit... Die Somersets. Wieder ein neues Gesicht im Vault, was? Mhm. Was brauchen wir denn dieses Mal, junge Dame? Zurück, Opa. Fusionskerne. Wie bitte? Wie bitte? Was meinst du damit? Naja, Gwenny. Ups. Ich meine Aufseher McNamara lässt hier nur Leute rein, wenn wir etwas brauchen. Ich dachte mir, dass jemand etwas bestellt haben muss, wenn hier ein neues Gesicht im Vault auftaucht. Wir könnten hier weiß Gott Hilfe gebrauchen. Ich habe Aufseher McNamara ein paar Fusionskerne gegeben. Fusionskerne? Ha. Wohl für Hightech-Kram. Mir wäre eine Kiste Mutabeeren lieber gewesen. Die Leute hier sind zurzeit ein wenig überarbeitet. Ein paar von ihnen geben Aufseher McNamara die Schuld. Aber Gwenny kann nichts dafür. Das arme Mädchen ist nur zur falschen Zeit in der falschen Position gelandet. Was ist hier los? Warum sind die Leute so überarbeitet? Nun, wenn man 200 Jahre am selben Ort wohnt, fordert die Zeit einfach ihren Tribut. Bevor Aufseher McNamara den Vault für Händler geöffnet hat, klebten wir einfach ein Pflaster aufs andere. Und jetzt versuchen wir fieberhaft, den alten 81 am Laufen zu halten. Hm. Das Leben als Anführer ist kein Zuckerschlecken. Wie wahr, wie wahr. Und ich würde Ihren Posten nie im Leben wollen. Gut, ich mach mich mal lieber wieder an die Arbeit. Sonst macht mich meine alte Dame zur Schnecke. 62 Jahre alt und noch immer voller Feuer. Bist du das aus dem Commonwealth? Gwen hat mir von dir erzählt. Immer schön, hier ein neues Gesicht zu sehen. Dankeschön. Was auch immer. Wer ist Gwen? Wir wissen ja, wer Gwen ist, aber... Gwen ist der Aufseher. Aber an die Bezeichnung konnte ich mich nie gewöhnen. Ich kannte das Mädel schon, als sie noch Windeln trug. Sag mir, wenn du Proviant für deine Reisen brauchst oder einfach nur Hunger hast. Unsere Karte ist nicht so exotisch wie das Commonwealth, aber sie erfüllt ihren Zweck. Was heißt das alles schon wieder? Ich verstehe es nicht. Handeln. Dann lass mal sehen, was du so hast. Wie gern würde ich sagen, dass das alles hausgemacht ist. Oh, die hat aber 406. Junge, Junge. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas verkaufe. Obwohl wir es auch nicht unbedingt bräuchten. Bier können wir ihr. Das Insta-Püree. Die Kartoffelchips. Das ist nicht teuer, ne? Wir könnten ja mal ein paar andere Sachen mit reinbringen. Dann kann sie die mal anbieten. Hier Meyerlöck-Fleisch oder sowas. Dann kann sie mal. Oder ein bisschen Meyerlöck-Königin-Steak, ha? Huh? Wenn sie sich das leisten kann. Ich weiß, das bringt nichts. Aber ich stelle mir das gerade so vor, dass ich denen dann so ein bisschen Abwechslung reinbringe. Indem sie dann einfach mal was anderes machen können. Vielleicht ein paar Teerbeeren. Todeskrallensteak. Fleisch könnten wir. 450 kann sie sich nicht leisten. Nehmen wir eins zurück. Die wilden Mutterbeeren.
Und dann. Bist du hungrig? Red mit Maria. Ja, ich hab gerade. Du hast eine ganz entzückende Frau, Mark. Okay, Hey, wie geht es dir? Gut und selbst? Es ist echt. Es ist nett hier. Ich hab echt gedacht, das wäre wieder schon wieder was Schlimmes hier im Hinterkopf. Ah, ich hatte gehofft, dass du vorbeischaust. Ich weiß aus Erfahrung, dass das Commonwealth gnadenlos zur Frisur ist. Also, Lust auf einen Haarschnitt? Brauche ich einen? Warst du draußen? Du warst schon mal außerhalb des Worts? Ich bin in Quincy geboren und aufgewachsen. Meine Mutter, sie ruhe in Frieden, war Ärztin. Kannst dir ja ihr Gesicht vorstellen, als ich ihr sagte, dass ich lieber Haare schneiden, als Leute zusammenflicken will. Aber genug von mir geredet. Was machen wir mit deinen Haaren? Also kommt er von außen? Sagtest du, du kommst aus Quincy? Jawohl. Und sieht aus, als hätte ich Glück gehabt. Wie man hört, haben Gunner die Gegend übernommen. Mhm. Hast du gute Gerüchte auf Lager? Angeblich geht Holt seiner Frau fremd. Offenbar treffen er und Tina De Luca sich heimlich. Aber genug von denen. Deine Haare sind eine Katastrophe. Du musst mich dir einfach helfen lassen. Ach, Tina ist süß. Kriegen wir noch mehr? Hast du gute Gerüchte auf Lager? Wusstest du, dass Bobby De Luca ein Jet-Junkie ist? Mhm. Der muss aufhören damit, bevor noch jemand zu Schaden kommt dadurch. Und wenn nur er selbst. Ja. Arbeitet in der Wartung und ist ständig high. Gut, dass der alte Rusty die meiste Arbeit erledigt. Hm. Ist momentan was Interessantes im Vault los? Hab gehört, dass Aarons Katze Ashes aus dem Vault weggelaufen ist. Aaron ist außer sich. Ich wüsste niemanden, der nach draußen gehen würde, um das Tier zurückzuholen. Naja, wir machen das. Sprich mit Aaron. Brauche ich nicht. Ich hab die Quest doch schon. Gerüchte? Hast du gute Gerüchte auf Lager? In letzter Zeit kaum was. Aber ich halte die Ohren für dich offen. Und du möchtest ganz sicher nicht, dass ich mich um deine Haare kümmere? Na komm. Sicher. Gut. Mal sehen, was das Commonwealth mir so beschert hat. Setz dich doch schon mal. Geh weiter. Nur weil du einen Vault-Anzug trägst, gehörst du noch lange nicht zu uns. Ah, du bist das Früchtchen. Oh, wir können jetzt tatsächlich mal komplett was anderes machen. Wir haben jetzt elegant. Abendfrisur. Vorher noir. Nein. Agent X? Nein. Keine Entschuldigung. Göttin der Vorstadt. Im Herzen jung. Kann ich... Nein. Mädchenhaft? Nein. Beim Verteilen? Nein. Atomares Lüftchen? Ich bin gerade... harte Nacht? Was? Unterwegs? Harte Nacht. Nein. Verrückter Morgen? Skrupellos. Summa cum laude. Bob. Nein. Ziemlich sexy? Nein. Die Anspruchsvolle? Nein. Die Schweißerin? Fransentanz. Die seriöse Strafverteidigerin. Macht mich nicht nervös da im Hintergrund. Naturschönheit. Imposanter Intellekt. Der Söldner. Kurzer Frisur. Echt nicht damenhaft? Das hat was. Ödlandmarkt? Was? Krasser Kamm. Verpflichtend. Schall und Wahn. Beta-Strahlen. Saurer Regen. Spitzer Iro. Stachel Iro. Nein. Pudelrock. Das war's. Warte mal, was war denn jetzt eben gerade? So prickelnd sind die Frisuren nicht, dass ich jetzt sagen müsste, oh ja, muss ich haben. Und die Abendfrisur ist mir fast ein bisschen zu perfekt. Wo war denn... Nein, wo war denn das? War das die? Ach komm, damit er was machen kann, machen wir die Abendfrisur. Wollen wir die Farbe ändern? Jail again.
Ja, inzwischen sehe ich so aus. Nach über 200 Folgen sehe ich so aus. Oh. Blau, grün, lila, rosa. Ich krieg wegen der Musik krieg bestimmt wieder einen auf den Deckel. Ich nehme mal das Fuchsig, was soll's. Okay. Ja, Charakter bestätigen. Keine Ahnung, was du willst, aber vergiss es. Im Moment habe ich keine Zeit. Bereit für eine neue Frisur. Ich wollte nicht auf Q drücken. Ich wollte das endlich ausmachen, danke. Nein, Schnuffi-Puck, alles gut. Sind ein paar gute Gerüchte im Umlauf? In letzter Zeit kaum was, aber ich halte die Ohren für dich offen. Alles klar. Und du möchtest ganz sicher nicht, dass ich mich um deine Haare kümmere? Ich hab doch jetzt gerade. Im Moment nicht. Kein Interesse. Du hast mir doch gerade... Schade. Ein neuer Look würde dir echt gut tun. Du hast mir gerade einen neuen Look verpasst, Horatio. Okay, also der Hold ist ja echt übel, ne? Wo ist denn der jetzt hin? Die Wasserpumpen nochmal ansehen. Wo ist der denn jetzt hin? Das Wasser riecht komisch. Warte mal, oben. Verdammt nochmal. Da muss wahrscheinlich der ganze Leitungskanal ausgetauscht werden. Okay. Hoffentlich zickt 81 jetzt mal eine Weile nicht rum, damit wir hier eine anständige Pause bekommen. Ich will keinen Ärger in 81. Ich auch nicht. Kann ich zu ihr? Hi, Granny? Warst du schon im Sanitätszentrum bei Dr. Forsyth? Er hat mir gesagt, dass er dich zu gern kennenlernen würde. Hallo, Aufseher McNamara. Einige unserer Bewohner sind weniger begeistert über Besucher von draußen, aber beachte bitte, dass sie nicht für uns alle sprechen. Okay, mehr hat sie nicht zu sagen. Das ist wie gehabt. Das kennen wir ja schon aus anderen Worlds, den Aufbau. Der Hold ist ja ganz, ganz übel. Den mag ich ja überhaupt nicht. Oh, was dann, würde ich Calvin. Nicht alles für ein paar brandneue Voltec-Markenersatzteile geben? Hi, Calvin. Tut mir leid, Neue. Hab im Moment kaum Zeit zum Reden. Nur kurz? Nicht mal einen kleinen Moment? Ein Moment? Naja, wohl schon. Ist ja nicht so, dass ich so dringend weiterarbeiten möchte. Was machst du denn hier? Ich? Ich bin der arme Glückspilz, der hier für die Wartungsarbeiten verantwortlich ist. Tut mir leid, wenn du vorhin meinen Streit mit Aufseher McNamara gehört hast. Wir beide sind nicht immer einer Meinung. Es gibt also im Augenblick viel zu reparieren. Scheiße, das kannst du laut sagen. Der alte 81 hier ist ein echtes Wrack. War eine Weile grundsolide. Immer einfach zu warten. Aber in den letzten paar Jahren ist echt den Bach runtergegangen, der alte Bunker. Das verschleißt auch jede Menge Werkzeug. Wenn du also welches übrig hast, würde ich es mehr als gerne nehmen. Klar. Klar, wir sind im Geschäft. Super. Eine Sache weniger, wegen der ich dem Aufseher auf die Nerven gehen muss. Wie dem auch sei, während ich hier rumlabere, wartet die Arbeit. Tut mir leid, dass ich nicht länger Zeit zum Reden habe. Aber die Arbeit ruft. Immerhin stehe ich dir dann nicht im Weg rum. Okay, kann ich mir jetzt irgendwas geben? Nee, kann ich nicht. Hybridisierung. Da muss ein Fehler in der Hybridisierung sein. So. Ach, sie ist die... Hi. Du hast im Commonwealth ja eine Menge erlebt. Nee, du bist Katie. Ich bin froh, dass es im Vault so sicher ist. Du bist Katie, Lehrerin. Wo ist denn... Wo ist denn, Aarons Mama? Mit der habe ich noch gar nicht gesprochen. Und wir sollen mit Aaron jetzt nochmal reden, was totaler Schwachsinn eigentlich ist. Weil ich mit ihr schon geredet habe. Katie Pinn ist hier in 81, die Lehrerin. Schau mal in ihrem Unterricht vorbei. Sie schätzt die Erzählungen der Leute. Ja, haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Ich rieche jetzt aber trotzdem. Ich darf nicht vergessen, die Lampe morgen vor der Arbeit abzugeben. Ist dem nochmal mit? Red mit Calvin, wenn du uns zur Hand gehen möchtest. Vielleicht hat er ja Arbeit für dich. Na, du Herzchen. Hi, Aaron. Armer Ashes.
Er muss so große Angst haben. Ich soll nochmal mit dir reden. Schau am besten morgens vorbei, wenn du etwas aus dem Versorgungslager brauchst. Das ist totaler Schwachsinn, nochmal mit ihr reden. Du bist Alexis. Hi. Keine Ahnung, warum Holt darauf besteht, nutzlos zu sein. Er könnte das Versorgungslager hier mit verschlossenen Augen führen. Mhm. Ich hoffe, du hast nichts, was repariert werden muss. Mir ist gerade nicht nach Arbeit. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt wieder raus und sehen zu, dass wir Ashes zurückkriegen. Wow. Netter Pipboy. Geh zu Alexis, wenn er mal zieht. Ach, Mensch. Verdammt. Ich verlaufe mich schon wieder. Stopp. Den Pipboy da im Commonwealth zu tragen. Kaum zu glauben, dass dir den noch keiner klauen wird. Ja, das soll mal einer versuchen, mir den zu klauen. Warte mal, da sind die Classrooms. Da muss ich hier durch. Alles klar. Jetzt weiß ich es wieder. So, und dann müssen wir nach oben. Zum Fahrstuhl, genau. Jetzt habe ich's. Gut, dann sehen wir mal zu, dass wir Ashes wiederfinden. Und, dann gucken wir mal, was, Piper? Jetzt frage ich mich, ob wir für die anderen jetzt die ganzen Sachen einsammeln können. Für Calvin, oh, hier ist noch irgendwo ein Siedlersignal an. Pass auf, was du tust. Ja. Immer. Im Vault 81 gibt es immer was zu arbeiten. Mhm. So. Pass auf dich auf, gute Frau. Danke, guter Mann. Okay, wir müssen jetzt Ashes finden. Ganz, ganz wichtig. Böse Katze. Ashes ist eine böse Katze. Vor allem hier draußen ist ein Jaguar gewesen, ne? Da muss ich der Jaguar echt in Acht nehmen. Aber wir sind bei über einer halben Stunde und ich wollte doch gar nicht aufnehmen. Es fing doch alles so harmlos an, dass ich eigentlich nur noch eine Runde Fallout 4 spielen wollte, ohne Aufnahme. Und dann kam Billy. So, wo könnte Ashes sein? Da ist der Jaguar. Ist in deinen Händen eh besser aufgehoben. Mhm. Ashes 92. Chestnut Hillock Reservoir, okay. Man vergisst leicht. Ashes. Kitty, 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 da ist sie. Ashes. Böse Katze. Du freche Mieze, nach Hause schicken, Ashes. Ashes, geh nach Hause. Erin vermisst dich. Die ist Krankvorsorge, viel schlimmer, Ashes. Ab nach Hause mit dir, aus dem regnet's. Cool. Damit haben wir Ashes schon mal nach Hause geschickt. Ich würde sagen, gehen wir gleich wieder zurück. Hui. Ich denke mal, Ashes ist sowieso vor uns zu Hause. Würde ich einfach mal drauf tippen. Dann haben wir das mich schon mal erledigt. Deswegen auch mal die Händler hier vorne. Und nochmal rein. So, dann wollt ihr aber definitiv noch... Vielleicht... Können wir mit Piper gleich nochmal reden, weil sie bewundert uns ja uns anscheinend schon. Jetzt muss sie uns eigentlich nur noch vergöttern, ne? Dann haben wir alles erreicht. Dann kann ich sie wieder nach Hause schicken und dann können wir mit Kate gehen. Schon wieder hier? Wir behalten dich im Auge. Ich hab dich vermisst, weil du so niedlich bist und so nett und so... Ach ja. Da ist ja unser Besuch von draußen wieder. Ja. Ich habe Ashes gefunden. Und ich will zu Erin. Angeblich ist da ein Maulwurfsrattennest in der Nähe des Reaktorraums. Da würde ich an deiner Stelle wegbleiben. Okay, sollten wir da vielleicht mal gucken? Maulwurfsratten. Vielleicht sollten wir mal gucken. Vielleicht brauchen die ja Hilfe. Aber ich glaube, das ist schon abends oder so. Dann müssten wir schnell gucken, dass wir Erin noch... Wobei,
Wir können Erin auch wecken. Die will sicherlich wissen, was mit ihrer Katze passiert ist. So, lass mich mal ganz kurz überlegen. Ja. Du solltest bei Horatio vorbeischauen, wenn du schon mal hier bist. Im Commonwealth trifft man wohl nur selten auf Friseure. Ja? Aber was unten? Verdammt. Das ist so. Denk dran. Keine krummen Dinger. Irritierend. Wenn du einen Arzt brauchst, findest du Forsyth und Rachel unten im Sanitätszentrum. Mhm. Die finden dich wieder zusammen. Ich weiß, danke schön. Pass auf wegen der Wartungsarbeit. Die hören hier nie auf. Warte mal, jetzt hat sie mir da angezeigt. Ashes! Erin! Erin, ich habe Ashes gefunden. Der gute alte 81. Uns fliegt hier langsam alles. Erin, ich... Wegen der Wartungsarbeiten. Okay. Erin, ich hab sie. Ich hab... Da ist sie doch wieder. Guck mal. Austin wurde von einer Maulwurfsratte gebissen. Also müssen wir jetzt hier sitzen und auf Erin aufpassen. Das ist doch lächerlich. Vielen Dank. Ich hatte solche Angst um ihn. Austin in der... Was? Was? Austin wurde gebissen? Quatsch, keine Belohnung. Gern geschehen. Ich bin so froh, dass er in Sicherheit ist. Ashes! Böses Kind. Fusionskern? Ich hab mir große Sorgen. Erin, du Süße. Mama wird mich zwingen, dass ich hab keine Ahnung von ihrem System. Oh, Ashes, lauf. Sie will dich baden. Ich weiß. Ich mag das auch nicht. Aber ich bin froh, dass du wieder da bist. Ja, da musst du alleine rauskommen, Katze. Da helfe ich dir nicht bei. Hier, Kitty, Kitty, haben wir erledigt. Oh, hast du das gebissen worden? Verdammt, ich hatte diesen Schraubenschlüssel doch gerade noch in der Hand. Austin ist gebissen. Wir sorgen für die Sicherheit im Bord. Ja, ja, dann sorgt mal dafür, dass Austin nicht gebissen wird. Warum ist Austin gebissen worden? Warte mal, Klassenraum. Ich glaube, der Arzt war jetzt wohl unten, ne? Du musst was unternehmen, Jacob. Ich führe die Tests durch, so schnell ich kann, Priscilla. Ich kann Austin erst behandeln, wenn ich die Infektion kenne. Dr. Forsyth. Jetzt nicht, Bobby. Und du musst warten, bis du dran bist. Wir haben hier einen Notfall. Austin wurde von einer Maulwurfsratte gebissen. Reicht das, Jacob? So viele Krankheiten und Toxine können sie nicht übertragen. Rachel untersucht die Maulwurfsratte. Hoffentlich findet sie was. Aber das sind keine Austin steht im Bett. Maulwurfsratten. Wer weiß, welche Krankheiten sie haben. Es hat ihn schwerer erwischt, weil er ein Kind ist. Dr. Forsyth, bitte. Ich glaube, ich weiß, was Austin helfen könnte. Bobby! Warte, Priscilla. Was ist denn, Bobby? Diese Tür, die Austin gefunden hat. Er hat sie meinetwegen gefunden. Ich bewahre da meine Privatsachen auf. Er hat gesehen, wie ich sie hole. Du meinst deine Camps? Komm zum Punkt, Bobby. Was hast du da gefunden? Sowas wie einen zweiten Vault, aber halb zerstört und eingestürzt. Es gab da ein Terminal. Ich hab mal ein bisschen rumgestöbert. Es gab Notizen über die Verwendung von Maulwurfsratten zum Züchten von Viren. Sie wurden aber auch für Impfstoffe und Behandlungen eingesetzt. Ein geheimer Vault. Meine Güte, davon habe ich noch nie gehört. Bobby, du bist ein Genie. Ein Junkie-Genie. Es könnte dort irgendwo ein Mittel gegen das geben, was sich Austin von der Maulwurfsratte eingefangen hat. Du da, willst du Volt 81 einen Gefallen tun und vielleicht meinem Jungen das Leben retten? Klar. Ich würde gerne helfen. Ich hatte gehofft, auf dich zählen zu können. Bobby zeigt dir, wo er seinen Geheimvorrat aufbewahrt. Vielleicht befindet sich irgendwo da drin ein Heilmittel für Austin. Wenn du es findest, bring es Dr. Forsyth. Und beeil dich, bitte, für Austin. Komm klar. Mit. Machen wir sofort hinter der Wand. Vorsicht vor den Maulwurfsratten. Wenn sie Austin angesteckt haben, könnte dir das auch passieren. Gut, dann Bobby, zeig mir, wo das passiert ist. Ich erwarte, dass ihr beide keinen Ärger macht. Reparier dies, reparier das. Es hört nie auf. Aber es ist ja schön, dass Bobby das zugegeben hat. Na, hat er ja auch das verschweigen können. So. Wir müssen uns beeilen. Ja, ich bin hinter dir, Bobby. Mal voran. Nur mal vorsichtshalber, ne? Komm mit. Okay, geheimer Vault 81. Cool. Ach, das ist die Forscherabteilung, natürlich.
Das ist die abgeschlossene Forschungsabteilung, wo die zwei oder drei Forscher gewesen sind. Hallo? Ist da jemand? Nichts. Ganz schön ruhig, nicht wahr? Ja, ja. Und ich erwarte hier eigentlich Maulwurfs. Ratten. Und das ist hier ziemlich zerstört, also frage ich mich jetzt gerade, ob das so gut ist, dass sie die abgesperrt haben. Oder liegt das einzig und allein an den Maulwurfsratten? Hier ist eine Menge eingestürzt. Oh! Movus Ratte Volt 81 Labor, okay. Sonst verkommt das alles ja nur. Fehlalarm, Kampfbereitschaft einstellen. Kampfbereitschaft? Warum sind denn hier die... Warum sind die denn hier auf Kampf eingestellt? Das sieht echt nicht gut aus, was hier passiert ist. Terminal benutzen. Aufzugprogramm Update. Maulwurfsrattenaufzucht. Wir haben das Aufzugprogramm endlich in geordnete Bahnen lenken können. Wie aus den vorherigen Berichten zu entnehmen ist, zeigen Maulwurfsratten in Gefangenschaft ein äußerst aggressives Verhalten. Der Grund hierfür könnten Wachstumshormone sein. Spätere Generationen scheinen wesentlich ruhiger zu sein. Einige der Pfleger meinen zwar, dass die Tiere sie beobachten würden, aber das ist lächerlich. Serumproduktion. Wir haben 197 verschiedene Serien hergestellt, mit denen sich 36% der bekannten Viren behandeln lassen. Das ist eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 33%. Allerdings sind 11 Serien für 61% der Behandlungserfolge verantwortlich, das ist ermutigend. Derzeit besteht nur bei 19% der Serien die Möglichkeit, sie in großen Mengen herzustellen. Wir haben unseren neuesten Laborhelfer-Roboter damit beauftragt, einen Weg zu finden, mehr Serien effizient herzustellen. Okay. Einige Flügel werden nicht mal benutzt. Na, ich mache mir jetzt eher Sorgen wegen den Abwehrmaßnahmen. Dokumente, sehr schön. Aber viel ist hier nicht mehr. Da höre ich noch was. Oh wow, für einen Runaway. Großartig. Dafür habe ich 40 Kronkorken vorhin bezahlt. Wir sind hier nicht allein. Ach, von hier aus gegen das Ding schießen wir den gar nichts. Wäre es doch gar nicht erst so weit gekommen. Okay. Allein schon, wie größer das hier noch ist. Aber es ist eine Menge eingestürzt und ich frage mich, ob das den Leuten währenddessen noch passiert ist. Das ist natürlich auch doof, ne? Da sind noch mehr Protektoren drin.
Spannung ist da. Und wir sind bei fast bei einer Dreiviertelstunde. Großartig. Das wollte ich nicht. Da steckt eine Maulwurfsratte in der Erde. Jo. Okay, wer von euch hat Austin gebissen, ne? Ihr kleinen Mistratten. Das ist nicht witzig. Ich warte eigentlich nur darauf, dass ich gleich wieder aus dem Boden... Ich weiß jetzt schon, dass ich mir erschrecken werde. Ich sehe das schon kommen. Komm schon, komm schon, komm schon. Wo seid ihr, kleinen Viecher? Wie groß das hier noch ist, ey. Was war das? Das war's dann wohl. Pass auf, da könnten noch mehr im Boden lauern. Sind wahrscheinlich auch. Ich rechne eigentlich voll damit. Noch mehr? Na komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm. Ich glaube hier keinen Scheißer. Hier wird doch noch Gefahr angezeigt. Da unten? Das ist da, wo wir reingekommen sind. Jetzt tauchen da... Piper? Jetzt tauchen da die ganzen Ratten auf. Komm. Na komm schon. Ich höre sie doch hier. Wo? Da! Gut. Okay. Sehr gut. Gucken wir einfach noch mal oben weiter. Oder nicht. Wir müssen für Austin tun, was wir können. Ich weiß nur nicht, was ich tun soll. Ich auch nicht, Priscilla. Warum er? Er ist doch noch ein Kind. Er wird bestimmt wieder gesund. Du wirst sehen. Hydrokulturbeobachtungsterminal. Was? Ach so, natürlich, um die Leute zu beobachten. World 81 betreffend Hydrokultur und Hydrokultur. Beobachtungsstation. Der wechselnde Anbau, den sich der Verwalter der Hydrokulturen überlegt hat, kann den Ward mit ausreichend Nahrung versorgen. Wir mussten nicht eingreifen, wodurch das Risiko ausgeschlossen werden konnte, dass die Ward-Bewohner den geheimen Teil des Wards entdecken. Bisher scheinen sie nichts über die wahre Natur ihres Wards zu ahnen. Das Gewächshaus wäre ein geeigneter Ort, um die Viren der Klasse C4 und D1 an den Bewohnern zu testen. Das gilt auch für potenzielle Gegenmittel für den Fall, dass eine Krankheit zu ansteckend wird. Ich empfehle die Installation verborgener Sprengler in der Decke. Ach Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist so... Das ist so... Boah. Okay. Oh Gott. Decke, ey. Noch mehr Maulwurfsratten? Da ist noch mehr. Observatz. Das wird toll für dich. Du kannst an mir rumnörgeln und ich kann nicht weg. Oh, sehr schön, Holt. Das sagt der Richtige. Denkst du eigentlich immer nur an dich?
Deine Tochter könnte wie Austin krank werden und du jammerst drum, dass du Zeit mit deiner Familie verbringen musst? Ich hab zu tun. Wir müssen uns hier nicht verstecken. Du bist so beschäftigt, Holt? Du hast so viel zu tun? Dann erklär Erin mal, warum deine Bedürfnisse wichtiger sind als ihre Sicherheit. Lass es einfach gut sein. Idiot. Okay. Lagerbeobachtungsterminal. Die Wortbewohner haben diesen Raum unerwartet in eine Art Geschäft umgewandelt, wo sie ihr Hab und Gut verkaufen, aber auch reparieren können. Dadurch war es diesen Beobachtungspunkt möglich, Interaktionen zwischen vielen Wortbewohnern aufzuzeichnen. Dieses Geschäft wird zu einem wichtigen Übertragungsweg für die Verbreitung von Klasse B2-Viren über die Luft. Er wird zudem äußerst wertvoll sein, um herauszufinden, welche Auswirkungen Krankheiten auf soziale und ökonomische Verhältnisse haben. Dieser Raum wird zusammen mit dem Lebensmittelmarkt zu einem zweiten Behandlungsort. Der Hauptbehandlungsort bleibt die Klinik, sofern alle schwerkranken Patienten hierher gebracht werden. Oh Gott, das ist so... Es ist so... Oh. Ah. Wow. Wir sind hier nicht allein. Ach, was du nicht sagst. Greif einfach zu. Hey, sie sind hier. Ja, das merke ich auch gerade, dass sie hier sind. Sogar eine leuchtende. Hui. Ich wollte gerade hier die Sachen einsammeln. Für Erin und Austin. Uah, geht's noch? Ihr kleinen Scheißer, ihr. Riechst du das? Hm? Weiß ich nicht. Was riechst du denn? Sollen mit ihrem Personal dafür sorgen, dass alle Bewohner unter genauester medizinischer Beobachtung bleiben. Verstanden. Aber Aufseher... Kein Aber. Das ist Symbole des Worts. Wir können eine Ausbreitung des Erregers nicht riskieren, Dr. Forsyth. Also, ja. Wie geht es auch? Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Wir müssen verhindern, dass sie sich ausbreitet. Hoffen wir, dass dieser Außenseiter es schafft, ein Heilmittel zu finden. Okay. Was wird denn über den Aufseher gesagt? Das sind jetzt eigentlich nur noch so Nebensächlichkeiten. Aufseherbeobachtungsstation. Obwohl der Chefwissenschaftler gegen einen Beobachtungsposten im Büro des Aufsehers war, hat er sich als Glücksfall erwiesen. Wir sind in der Lage, die politischen Veränderungen seit dem Verschließen des Vault zu beobachten. Wenn wir die Bewohner mit Viren konfrontieren, werden wir in der Lage sein, die Reaktionen und Handlungen der Führung festzuhalten. Oh je. Na komm schon, ihr Scheißer. Ja, ich doch. Das war's dann wohl für dich. Oh, Piper, der war ja mal richtig gut. Noch 30er Patronen und Splitterminen, okay. Das eine könnte durchaus... Oh Gott, hallo? Hänge ich hier fest? Verarsch mich nicht, Spiel. Nein, verarsch mich nicht, Spiel. Mach keinen Scheiß. Mach kein Scheiß, Spiel. Ich hänge hier fest. Ich hänge hier nicht fest. Bitte lass mich nicht festhängen. Piper. Oh, nö. Oh, nein. Ich hänge fest. Oh, großartig. Ich wollte nur dahinter gucken. Komm schon, das kann doch nicht sein. Ich kann doch hier fast... Na, durch. Okay, großartig. Ich habe, glaube ich, nicht viel zwischengespeichert. Dann mache ich jetzt hier endlich einen Cut. Wir sind bei fast einer Stunde. Das kann nicht angehen. Ich sage bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann versuche ich erstmal dann wieder bis hierher zu spielen. Und dann sehen wir uns dann weiter. Wenn es weitergeht, dann sehen wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Ich sage bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch, Dessie.